Hallo Leute, weiter geht's mit Pokémon Terra. Wir wollen mal gegen dieses blonde Mädel hier kämpfen. Hör, meine Pokémon sind so schön. Gegen die stinkst du komplett ab. Ja, wir werden gleich sehen, wer hier von wem abgetrocknet wird. Diva Gretchen. Diva Gretchen, ja, ich glaube auch. Oh, Evoli. Evoli. Evoli hätte ich dann doch auch gerne. Verfolgung. Bams. Hier hast du Evoli. Geht daneben. Blöde, was? Ja, halt dich selber, das ist super. Und sag tschüss, Evoli. Ja, es ist ja... Weißt du, was habe ich gesagt? Es ist ein... Ja, ein Feuer-Rotec. Kitsumi, was ist Kitsumi? Scheiße. Neues Pokémon. Ist das eine Evoli-Entwicklung? Ernsthaft jetzt? Ist das eine Evoli-Entwicklung? Kitsumi, was könnte das für ein Typ sein? Von der Farbe her würde ich behaupten Stahl. Nee, offenbar nicht. Oder ist das was ganz anderes? Man, der Schwanz könnte wirklich auf einen Evoli hindeuten. Besonders, weil sie vorhin einen Evoli eingesetzt hat. Ich werde sie nachher gleich mal ansprechen. Vielleicht sagt sie ja irgendwas dazu. Bams. Ja, kann ich wieder schön aufheilen. Aber es ist jetzt wirklich ein Pokémon, das direkt von den Entwicklern so aussehen könnte. Ernsthaft. Und tschüss. So, es gibt schöne Erfahrungspunkte. Ja, ist gut. Und die war besiegt. Hey, meine wunderschöne Pokémon. Nein, jetzt sind meine Pokémon wegen dir ganz schmuddelig geworden. Bla 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 bla. Noch ein viel und ich habe gleich zu viel, ja. Kann ich hier links lang? Okay, es ist ein bisschen viel Gras hier. Es kommen immer noch dieselben Pokémon wie seit eh und je. Aber warum hatte die andere da, die mich geheilt hat, ein verdammtes Lugia dabei? Lass mich doch das Item nehmen. Ja, dieser komische Vogel wieder. Kennen wir jetzt mittlerweile langsam, aber sicher. Was habe ich denn? Paraheiler. Ja, sage ich nicht nein. Wie weit geht's denn hier, wollte ich gefragt haben. Protzer. Oh, meinetwegen. Auf jeden Fall könnte ich da wieder surfen. Ich habe langsam keine Ahnung mehr, wo ich bin. Also ich hätte da vorhin weiter nördlich gekommen. Ja, da oben haben wir noch einen Typen gesehen. Aber was gibt's hier links? Vielleicht gar nichts? Das ist eine Sackgasse, oder? Ja, ist es. Okay. Wisst ihr, was jetzt auch cool wäre, wenn Shiny da wäre oder so? Aber man kann jetzt halt nicht alles haben, nicht wahr? Hört euch vor, ein Shiny einfach so in einem Hack. Vielleicht wurden die sogar ausgeschaltet oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung vom Hacken und so weiter. Nee, leider nein. Das wäre bestimmt mal cool, wirklich so ein eigenes Spiel, also ein eigenes Spiel. Einen eigenen Hack zu machen, halt auf der Pokémon-Basis. Aber ich glaube, ich habe zurzeit weder die nötige Zeit noch die nötige Lust noch die nötige Erfahrung, dass da irgendetwas Brauchbares rauskommen würde. Meine Güte. Und ein Riolu kommt immer noch nicht. Ihr glaubt mir bestimmt nicht mal, dass ich einen Riolu gesehen habe hier. Naja, wie gesagt, ich find's cool, wenn keines kommt. Ja, das ist nicht euer Ernst, oder? Ein Schritt, zack, nächstes Pokémon. Dass die Rate jetzt hier so hoch ist, ist mir beim Trainieren gar nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech. So, ich nehme mal an, hier geht's weiter. Was steht hier? Areal Tabaribe, Osten. Picorona Süden, was? Ach so, da rechts das und in Süden ist Terranien. Jetzt habe ich verstanden. Es ist irrelevant, wie lange ich meine Überlegung daran verschwende. Der Sinn verschließt sich mir nach wie vor. Oh, ich habe dich nicht kommen sehen. Du scheinst mir ein Trainer zu sein. Besteht die Möglichkeit, dass du der besagte Trainer bist, der im Auftrag von Professor Mammutbaum unterwegs ist, auf der Suche nach einem Pokémon namens Rayquaza? Ja, diese Möglichkeit besteht. Typisch. Der Herr scheint ja in die Jahre gekommen zu sein. Früher nahm er sich das Sachen noch selbst an. Wie der auch sei, auch ich bin ebenfalls auf der Suche nach Rayquaza. Halt, im Namen des Gesetzes, bleib stehen! Du Typ vom Team Terra und stell dich der Polizei!
Terra-Typ, ja. Dieser Hilfs-Sheriff gibt wohl nie auf. Aber da du schon mal da bist, wirst du ihn sicherlich beglücken. Beglücken? Wie, bitte? Damit ich seine Präsenz nicht mehr ertragen muss. Ich werde mich auch ein anderes Mal bei dir revanchieren, versprochen. Einfach nur, Du hast doch gerade mit dem Terra-Typen gequasselt. Das bedeutet, du hörst zu denen ebenfalls, ja. Dann werde ich dich jetzt verhaften. Nein, danke, ich verzichte drauf. Ah, aha, Akagi. Was? Du leistest Widerstand? Dann werde ich dich hier mit einem Kampf bezwingen müssen. Jetzt hören wir doch erstmal bis zum Ende zu. Attacke! Ja, dann hör mir halt nicht zu. Hör mir halt nicht zu. Ja, ja. Agent Akagi. Also jetzt bist du ein Agent, oder was? Also ein Kaumalat. Seht euch das Lion! Wie geil sieht das denn aus? Scheiße! Echt jetzt? Was habt ihr mit Kaumalat gemacht? Das gibt's doch gar nicht hier. Naja. Ich komme nicht klar damit. Oh, hört doch mal auf jetzt. Echt, ich komme mit diesen Sprites nicht klar. Irgendwie müsste ich mich bald wieder heilen, weil sonst die AP von Hunduster zu Ende gehen. So, zack. Level 18, perfekt. Lernst nicht, nee, noch ein Shinux. Aber du lernst leider nichts Neues, Hunduster. Bisschen schade. So, heil dich nochmal ein bisschen. Ja, jetzt gibt es immer noch 2 KP, schade. Ich habe noch 11-mal Glut. Ja gut, Tackle habe ich noch mehrmals. Warum setze ich jetzt Verfolgung ein? Ich wollte Glut einsetzen. Aber ist okay. Ist okay. Ja, das war's. Nein, das Geld darf nicht verlieren. Aber ich gebe dir trotzdem Geld dafür. Habe ich noch nie verstanden. Wie konnte das nur passieren? Hörst du mir jetzt vielleicht endlich mal zu? Hör zu, Schurke. Diesmal magst du mich bezwungen haben. Aber das nächste Mal wird dir es nicht gelingen. Das sage ich dir. Das schwöre ich, so war ich der internationalen Polizei angehöre. Ist das traurig. Keiner der Leute zeigt auch nur annähernd Interesse, mir zuzuhören. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aus der realen Welt teilweise. So, Picoruna. Hohe Besucher, herzlich willkommen in Picoruna, der heranwachsenden Metropole der Terra Forest. Als Zeichen der Freundschaft unserer Einwohner möchte ich dir ein Willkommensgeschenk überreichen, den Tropenbrief. Wow. Wow, diese Großzügigkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Wow, ich bin begeistert, wow. Ah, deine Worte sind eine Wohltat für meine Ohren. Der Kerl freut sich doch tatsächlich über seinen Müll. Und für so einen Müll, den man im Supermarkt hinterhergekommt, wenn man die Tür nicht schnell genug zumacht, hat der Kerl mich jetzt aufgehalten. Toll. Ja. da hinten ist ein Item. Da ist auch eins. Aber da war der Schneider, oder? Ja. Manu! Ich will das haben. Keiner zu Hause. Ja, das werde ich mir jetzt mal ansehen, ob das stimmt. Warum hat hier Bäume in einer Wohnung drin? Früher haben mein Mann und ich uns um diese lästigen kleinen Büsche gekümmert, aber jetzt haben wir einfach keine Lust mehr dazu. Du siehst mir nach einem formidablen Trainer aus. Hier könnte ich die VOM vermachen, mit der du dieses Unkraut aus dem Weg schaffen kannst. Unglücklicherweise habe ich es verlegt. Weißt du was? Komm doch einfach später vorbei, dann gebe ich sie dir. Oh, ist doch nicht wahr. Oh, seitdem Ivan einst von einem jungen Mann aus dem Purezi gerettet wurde, träumt er davon, selbst einmal ein Held zu werden, so wie sein Retter. Warum hat er ihn damals nicht einfach absaufen lassen? Das wäre eine Wohltat für die hörende Bevölkerung gewesen. Was? Ihr seid irgendwie ziemlich brutal hier. Ja, was steht hier? Purezi. Das hier ist ein See? Das Ding hier, wo ich gerade drin rumlaufe? Sehr witzig. Da unten ist ein Supermarkt, aber ein dicker Typ steht mir im Weg. Hier, dieses Gras hier, da ist bestimmt was drin. Ein ganz tolles Pokémon. Bin ich jetzt fast ganz sicher, komm. Oder ist das nur ein normaler Busch? Nee, da muss ein Pokémon drin sein, oder? Scheiße, ich dachte, ich hätte jetzt was ultra tolles gefunden, aber offenbar nicht. So, geh bitte weg, du dicker Mann. Supermarkt, hier bist du dein Geld los für Items. Ja, was? Wo habe ich das jetzt gelesen? Da ist gar kein Schild. Hallo. Hallo, ich würde gerne in den Markt gehen. Es hat keinen Zweck. Der schläft tief vor seinem Relaxo im Winterschlaf.
Hier ist gar kein Schild, aber trotzdem steht hier, dass man... Ja, komm. Lassen wir das. Also gut. Wo kann ich sonst noch hin? Da ist ein Haus und da ist ein Tür und da ist ein Pokémon Center und da... Ich bin der Pförtner. Kann ich da durch? Warum nicht? Ist so. Ja, danke. Fick dich. Was? Ja, überall dürfen die Kinder durch. Was soll denn der Scheiß? Und wieso durfte dieses Kind schon wieder einfach so durch? Ist so und lenkt nicht vom Thema ab. Du kommst hier nur durch, wenn du die Erlaubnis von Ivan bekommst. Wo finde ich diesen Ivan? Sehe ich aus wie ein Touristen. Ein Touristenauskommt finde ich doch selber. Ja, ist gut. Ich bin ja hier auch noch nicht fertig. Dieser Bereich ist in der derzeitigen Beta-Version nicht verfügbar. Also verschwinde. Ah, ist nur eine Beta-Version. Aha. Okay. Ja, das habe ich schon gelesen, dass das nur eine Beta-Version ist. Aber ich dachte trotzdem, man könnte irgendwie... Ja, alles machen, aber offenbar nicht. Der Terra Forest ist wirklich ein Hinterwald. Auf dem Festland konnte man seine Pokémon noch kostenlos heilen. Hier wollen sie 300 Poké-Dollar von einem? Was? Das ist ein Witz jetzt, oder? Nur akute Notfälle werden kostenlos behandelt, um zu verhindern, dass Pokémon von pleitegegangenen Trainern das Zeitliche segnen. Willkommen. Mach deine Pokémon frisch. Nein! Verdammt, wie viel Geld habe ich denn jetzt? 5000. Ja, nee, ich lasse es mal noch. Was soll denn der Scheiß? Hier muss man dafür zahlen? In anderen Spielen habe ich Witze gemacht, von wegen, wenn man dafür zahlen müsste, wäre scheiße. Ja, lass mal hören. Nicht deine... Was? Okay, du willst mir überhaupt nichts erzählen, du Spaß. Josh's Haus. Haus von Josh. Nee, was du nicht sagst. Ja. Indizien hier sprechen für einen Einbruch. Ja, da liegt was. Ich glaube nicht, dass ich diesen Zettel lesen sollte, wenn niemand im Haus ist. Wobei das wirft... Wobei es die Frage aufwirft, warum es überhaupt nicht abgeschlossen ist. Das ist doch ein Pokédex hier. Warum darf ich das nicht haben? Oh. Warum denn nicht? Hier kann ich nicht durch. Hier oben vielleicht. Was ist das? Die Arena? Steht hier auch was? Nee, hier steht nichts. Hier... Komme ich auch nirgendwo durch? Nein, das ist schade und fies und gemein und hinterlistig. Hier komme ich auch nirgendwo durch. Hier oben bräuchte ich den Zerschneider. Okay. Ja, gut. Dann war ich hier noch nicht drin. Ansonsten habe ich dann bald alles gesehen hier. Ist das ein Pokémon-Club oder wie? Willkommen im Haus von unserem Helden Ivan. Ach so, verstehe. Du da oben bist bestimmt Ivan. Ivan ist mein ganz großes Vorbild. Alles sage ich, möchte ich genauso ein Held sein wie er. Ja, ist schön für dich. Und du, weißt du, ich habe dir nichts Sinnvolles zu sagen. Daher hülle ich mich in Schweigen. Ja, schön. Ich grüße dich. Ich bin Ivan, um genau zu sein, der unglaubliche Ivan des Terra Forest. Du hast sicherlich schon von meinen großen Heldentat gehört und möchtest nun ein Autogramm von mir haben. Nein, danke. Ich trage schon genug Sachen mit mir rum. Dann brauche ich nicht noch ein kostenloses Schmierzettel. Als Dreingabe, ja. Aber ich bin doch der unglaubliche... Das hatten wir schon. Ich bin nur hier, da ich einen Pass benötige, um in tiefere Areale des Terra Forest zu kommen, meinen Auftrag zu erfüllen und dann endlich diese Insel voller Verrückter zu verlassen. Ohohoho! Ich kann dir den Pass nicht einfach so überreichen. Vor allem, weil du mein Autogramm verschmäht hast. Du musst zunächst deine Stärke beweisen. Kämpfe und besiege meine beiden Assistenten, dann sehen wir weiter. Ja, okay. Ah, jetzt willst du kämpfen. Vorhin nicht. Ja, dann fick dich halt. Na schön. Na schön. Hendrik, zeig, was du kannst. Das finde ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Ja. Nee, ich weiß jetzt nicht genau, was ich tun soll. Das hat jetzt ein Typ, der mir nicht gefallen will. Raserei. Gefällt mir auch nicht. Eigentlich. Wenn ich es einsetze. Aber jetzt, wenn das Vieh es so einsetzt, dann kann ich, glaube ich, gut damit umgehen. Ja, der Volltreffer. Super gemacht vom Booster. So will ich das sehen. Ja. Und noch so ein Vogel. Meinetwegen, den kriege ich auch klein. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja. Ja, halt dich schneller. So, nochmal Verfolgung und dann war es das auch für dich. Zack. Ah, natürlich reicht es nicht aus. Bums. Bisschen Schaden gemacht. Aber damit komme ich klar.
So, und nun sag gute Nacht. Natürlich bist du schnell. Ja gut, Ruckzuck-Hieb ist ja gut. Natürlich musst du nochmal Ruckzuck-Hieb einsetzen. Lame. So, der erste Trainer wäre Geschichte. Wow, jetzt hast du es mir echt gezeigt. Vielleicht kannst du auch Ivan schlagen. Der ist aber wahrscheinlich noch sauer, weil du sein Autogramm abgelehnt hast. Ich dachte, ich muss deine beiden Assistenten besiegen. Na also. Ja gut, bestimmt nachher auch noch gegen Ivan. Nehme ich mal stark an. Was hast du da an der Hand? Sieht aus wie grüne Scheiße oder so. Nichts nutzt Tim. Schön. Schön. Ja, Shinox haben wir schon oft bekämpft hier in diesem Let's Play. Glut wollte ich sagen. Oder drücken oder bestätigen oder den Befehl dazu geben. Ist mir egal. Wow, du greifst mich mal an. Wow, okay. Die anderen Shinox haben mich, glaube ich, nie angegriffen. Auf jeden Fall nicht mit einer Elektroattacke, wenn ich mich richtig erinnere. So, du bist Geschichte. Du wurdest zum Glück nicht geheilt von diesem Nichtsnutz-Tim. Ja, schöne Erfahrungspunkte. Und das war's schon. Super. Nein! Nimm mal Geld und verpiss dich. Du hast mich besiegt. Wie soll ich Ivan Evers wieder in die Augen schauen können? So, ich habe sie besiegt. Gib mir jetzt mein Pass hier. Du hast sie besiegt. Das hätte ich einer rüpelhaften Person wie dir nicht zugetraut. Aber gegen den unglaublichen Ivan... Ja, hast du keine Chance. Ich zeige keine Gnade bei Leuten, die mein Autogramm ablehnen. Auf in den Kampf. Ja, ist gut. Vor dir habe ich jetzt auch nicht unbedingt so viel Angst. Du hast zwei Pokémon. Fifian, ja. Da habe ich jetzt auch nicht so viel Angst davor. Glut. Burn! Ich fackel ihm sein Fell ab. Wow, tue ich ja tatsächlich. Wow, One Hit. Super. Und dann, was? Perfridus. Ja, was will ich mit Carpador kämpfen? Bringt mir ja nichts. Wow! Ganz im Ernst jetzt. Das Vieh sieht echt cool aus. Aber irgendwie erinnert mich das Vieh gerade an was. Also besonders der Kopf. Das erinnert mich jetzt an das Frettchen aus der Cartoon-Serie 101 Dalmatiner. Scotch, wie das Vieh heißt. Das Haustier von Cruella de Vil. Aber wirklich. Aber nee, das sieht echt cool aus. Und meine Vermutung war richtig, es ist Eis. Ja, hat man eigentlich gesehen. Aber ist cool. Ist cool. Finte. Ist das stärker als... Ich glaube, ja. Ja, komm. Das weg. Das weg. Bin jetzt nicht so darauf pich zu warten, bis der Gegner austauscht, um dann mit Verfolgen anzugreifen. So, aber. Ja. Ist in Ordnung. Wie konnte ich der unglaublich... Ja, ich habe mittlerweile verstanden, wie unglaublich du bist. Dürfte ich jetzt bitte den Pass haben? Lass mich überlegen. Nein. Was? Nein. Du magst mich zwar besiegt haben, aber mit zwei Pokémon wirst du es hier nicht weit bringen. Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dich so ziehen zu lassen. Zwar könnte ich dich mit einer Heldentat vor den wilden Pokémon retten. Schließlich bin ich der... Sag mir einfach, was ich tun soll. Bitte kurz, ja? Fang ein drittes Pokémon. Joss ist verantwortlich für die Ausgabe der... Fangerlaubnis, oh Gott. Kommt danach zurück zu mir, dem unglaublichen Ivan des Terraforest. Er hat es schon wieder gesagt. Ja. Und ich weiß, ich überziehe gerade wieder. Ich werde jetzt noch... ich gehe mich jetzt heilen. Ja, für 300 Pokédollar ist mir egal. Und dann stelle ich mich vor das Haus von Josh. Ich hoffe, der ist dann drin. Wäre nicht cool sonst. So, geheilt, ist gut. Und weg hier. Ja, dass ich beim nächsten Mal weiß, was es zu tun gibt. Das Haus von Josh war das hier, oder? Haus von Josh. Ja, Leute, hier werde ich schneiden. Was? Ich bin im Puretsee schwimmen. Okay, pass auf dich auf und komm raus, wenn du nicht mehr kannst. Mach ich. Was? Der Typ ist gerade durch den Boden durchgeschwommen. Ich bin verwirrt, Leute, mit diesen Gedanken im Kopf, wie er einfach aus dem Haus rausgeschwommen ist, durch den Boden und in den See, ja, diese Pfütze, ja, werde ich schneiden. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Oh Gott.